Erst. Machen die Alien eigentlich. Machen die Viecher eigentlich irgendwas kaputt? Ja. Die machen Sehr alles schön. kaputt. Wenn du Pech hast. Sehr schön. Fast da. Hey. Ja, fast, ja. Dauert noch ein bisschen. Als erstes Kohle zum Strom oben und dann geht's unten weiter im Prinzip. Ja. So, dann machen wir das mal aus. Da ist nichts drin, da ist auch nichts drin, da ist was drin. Das wird auf YouTube hochgeladen, ja. Ja, genau, es gibt auch die, gibt auch Mods dann für Terraria, richtig. Also, wie gesagt, du kannst ja auch so, im Endeffekt kannst du dich ja mit gewissen Sachen zum Magier machen. Du gibst ja diese Bücher und Bücher, Stäbe gibt's ja und was das alles gibt da. Okay. Also es gibt ja viele Möglichkeiten bei dem Spiel. So, noch ein Stückchen, dann bin ich da. Dann brauchen wir noch ein paar. Achso, du hast Logistik als erstes. Können wir eigentlich schon die Greifarme mit Strom machen? Ja, sehr gut. Läuft. Okay, ach so. Ich brauche 10 mal Einwegmagneten. Wir müssen da erst ein Labor bauen. Teleporter? Teleporter? Was für Teleporter? Ach, du meinst bei Starbound? Oder was meinst du jetzt? Ich habe Starbound nicht so weit gespielt. Also ich habe es zwar gespielt, privat, wo es rauskam, aber ich glaube, da haben die jetzt auch richtig viel mitgemacht, meine ich, mit dem Spiel. Also, was ich da so jetzt mitgekriegt habe davon. Mal ganz doof gefragt, wie funktioniert die Forschung? Du musst ein Forschungslabor bauen und du musst dann die Fläschchen bauen, die dafür brauchst. Wenn du auf T drückst, hast du bei Automatisierung oben, du brauchst 10-mal 2 Fläschchen. Rote. Okay. Und das heißt, du musst dann diese roten Fläschchen bauen. Ein Und Labor. du brauchst ein Labor. Spielt der Mann mit dem. Achso. Stimmt. Der Mann mit dem G. Elektromagnetismuslabor. Genau. Los, gib mir Eisen. Eisen. Eisen für mich, Brot für die Welt. Naja, anders, egal. Ja. Warte mal, Aber wie geht ja, das gut, da? spielt er da nicht nur im Stream? Du kannst ruhig da sagen, dass das Gronkh ist, der Starbound spielt. Aber spielt er da nicht nur im Stream? Also bin ich jetzt eigentlich der Meinung, dass er nur im Stream spielt. Also ich habe es letztens gesehen, dass er im Stream gespielt hat mit dem Turbinator. Obwohl ich das sehr gerne bei dem verfolgt habe tatsächlich, weil ich das richtig lustig fand bei dem. Okay, das braucht Aber Strom. Alles Starbound ist klar. halt auch ein Projekt, was ewig gehen kann, wenn du Pech hast. So, 5 Stück. Davon schon mal. Genau, mit Tobi, genau. Der hat ja den Geburtstagsstream, war das ja mit ihm. Haben sie hat ja gespielt. So, ein paar Masten noch bauen und dann Greifärmchen da oben schon mal hin. Die Geißel der Galaxis, ja. Affenjunge und wie ist der andere? Warte mal, Affenjunge und Doofkopf? Ich glaube ja. Nennen die sich ja immer.
Ah, ja. Es ist immer richtig lustig, die beiden. Die bauen sich immer gegenseitig ein und so eine Scheiße. Total geil. Sehr, sehr lustig. So, dann benutzen wir doch mal den kleinen. Das Schlimme ist, die klauen ja wirklich alles. Ist ja, das ist egal, was nicht in die Donagel fest ist, die klauen alles. So, jetzt brauche ich ganz viele Eisenplatten. Okay. Gibt es von den Förderbändern eigentlich noch eine schnellere Version? Ja. Gut. Muss man aber forschen. Ja, das war mir klar. Ja, ich glaube, da laufe ich lieber, da bin ich schneller rum. Du kannst dich auf Förderband stellen, bist du schneller. Nein. Das habe ich gerade probiert. Echt nicht? Du kannst aber, wenn du drüber läufst, bist du schneller eigentlich. Okay, stimmt. Okay. Habe ich Kohle im Inventar, ja. Ich glaube, Starbound mache ich dann als 2000er Special, wenn ich 2000 Abonnenten habe. Wer weiß? Ja, wer weiß. Ja. So. Jetzt haben wir mal die ersten Förderer, wobei ich den einen Scheiße gebaut habe, wie immer. Sehr gut. Ist ja, produzieren gleich Strom. Ja. Das gleich. Ist korrekt. Soll ich dir noch was sagen? Ja. Wir produzieren jetzt automatisch Kohle gleich. Und zwar jetzt. Hey. Und die fährt nämlich jetzt nach oben. Siehst du? Hey. Ja, jetzt wird automatisch oben Kohle eingefüllt. Dann. Ja. Ja. So ist es. Und von hier aus müssen wir dann abgrapschen dann später. Die Kohle für die ganzen Öfen. Da würde ich fast sagen, können wir die? Können wir nicht. Da müssen wir irgendwas forschen für. Und zwar müssen wir einmal natürlich Automatisierung. Ich glaube, Logistik war das. Müssen wir als nächstes dann forschen. Greenhouse? Oh Mann. Air-Compressor. Alloy Processing. Bronzepipe. Aha. Aha. Metal Mixing Furnace. Okay. Alles klar. Ja. Und wie funktioniert das Labor? Oder muss ich mir die. Achso, warte mal. Das kriegt Fläschchen. Man nehme Strommast daneben. Ist dran. Und dann legt man Fläschchen da rein. Ja, okay. So gut, 6K-Leitung. Hast du Upload 6K oder Download? Weil Upload 6K habe ich auch nur. So, jetzt könnten wir eigentlich anfangen. Aber warte mal, wo kriegt man die Dingens her? Die Verteiler. Das sind Mauern. Da ist der Geschützturm. Lampen, okay. Da. Logistik, genau. Die müssen wir dann als nächstes machen. Also erstmal Automatisierung jetzt und dann hier Dingenskirchen. Jo. Ich mach dann mal einen Haufen Fläschchen. Ja, ich mach das Übliche. Ich baue Eisen ab. So, als erstes würde ich sagen, fangen wir mit der Eisenproduktion an. Ja. Ich brauche erstmal eine neue Spitzhacke und habe kein Eisen. Haha.
Hier ist gerade Eisen im Mache bei dem ersten Ofen. Jo. Download, okay, dann hast du keinen hohen Upload bei 6K Download. Gut, dann würde ich es auch noch nicht machen. Also, ich habe ja auch erst angefangen, wo ich dann auch umgezogen bin, wo ich dann Kabelanschluss hatte. Weil vorher, ich hatte vorher auch eine 6K-Leitung und das ist, ich glaube, ein bisschen sehr wenig, wenn du YouTube machen willst. Ein bisschen, ja. So, es wird dunkel. Leider. Ja, obwohl, hier geht's ja noch. Bei dem Spiel. Ich brauche mehr Förderbänder. Yep. Viel mehr. Ja, also da, also bei 6K, ja, da ein Video pro Tag, das ist schon wahrscheinlich schon sogar zu viel dann. Ich meine, man muss sich ja nicht übertreiben, wie ich jetzt momentan, aber das meiste sind ja Streams im Prinzip. Das meiste sind ja Streams. Vikings ist der Stream, zum Beispiel Infinity Stream. Jetzt Factorio Stream, Torment ist ein Stream. Also das sind ja fast alles nur Streams, die ich da mache. Oder Sessions. Adventure Maps ist ja zum Beispiel auch Komplettaufnahme. Die schneide. TTT, was kommen wird, das wird auch Dingens sein als. Okay, dann forschen wir als nächstes auf jeden Fall Logistik. Ja. Das da. Okay, mach's schon, okay. Yep. So. Und die nächsten Fläschchen reinschmeißen. Habe ich jetzt eigentlich eine Spitzhacke? Ja, sehr schön. Dankeschön. So, hier wird die Kohle abgegrabt schon später. Ja. Staut die sich eigentlich schon? Sollte. Ja, sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Strommäßig sieht's gut aus. Sehr gut. Und nächstes sollen wir dann im Militär forschen, ob sie uns die Maschinengewehr bauen können. Genau. Ja, die Pistole ein bisschen, ja. Aber das haben sie ja so an sich. Ich hole noch ein bisschen. Ja, so geil ist die Pistole nicht. Nee, nicht wirklich. Nein, keine Fläche mehr da. Sowas aber auch. So. Yep. Dann kommt hier wieder Kupfer rein. Gut. Ja, bitte. Langeweile. Ne, ich bin gerade noch am Bauen. Also, ich versuch's gerade auf jeden Fall.
Ist jetzt ein Stromkabel dran? Nein, natürlich nicht. Ich hab noch. Nee, nee, ist alles gut. Okay. Ich hätte nur gedacht, das passt vielleicht von der Länge, aber passt leider nicht. So. So. Eisen. Immer noch ganz viel Eisen. Eisen, 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 Eisen. Guten Abend, Askinius. Guten Abend. Ab wann greifen die Aliens eigentlich an? Sobald du auf der Minikarte eine rote Wolke siehst, die man noch nicht sieht, weil die noch nicht existent ist. Meistens geht sie dann von dem schönen Dampf, der hier so aufsteigt, geht die dann aus. Wenn die dann so über die ihre Öten fliegen, dann sollte man so langsam schon Türme haben. Okay. Also wir können natürlich gucken, dass wir hier hinten irgendwo, da sind sie nämlich schon, da hinten, da die komischen, wenn man ganz rauszoomt, sieht man sie. Das sind, was sind das für welche? Ach, Beißer. Die Intensität sind sie klein, ja. Ich schätze mal, wenn man die Dinger kaputt macht, spawnen die nicht mehr. Richtig. Ey. Wir könnten natürlich dann hier links irgendwo dann schon ein paar Geschütztürme aufbauen, sobald wir sie haben. Okay. Natürlich mit Munition füttern. Ja, logisch. So, der Herr braucht Eisen, habe ich gesagt. Ja. Wofür braucht ich Eisen? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja. Jetzt brauche ich Kupfer, ne? Achso, ja, ich wollte wieder Fläschchen. Ach ja, Kupfer braucht der Mann auch von Welt. Ja. Ich mache ja gerade welches. Ja, ich auch. Ich hole mal wieder welches. Jo. Und noch ein paar Fläschchen. Ach ja, Eisenplatten. Gibt's da auch ein MA-System? Das gibt's tatsächlich leider noch nicht. Also es gibt ja noch kein Storage-System. Schade. Also ich weiß nicht, ob es bei dem Mod 1 gibt, aber im normalen Spiel gibt's das nicht. Leider. Jo. Yep. Brenne! Ja. Ja, mein Spielzeug ist kaputt. Holz, ja, ja. Gehen wir mal ein bisschen Holz hacken hier. Oh, es gibt ja die Bäume. Was ist das eigentlich für ein Gelumpe hier? Ach, Blei. Das können wir, glaube ich, nochmal nicht haben. Zeug. Ich glaube nicht. So. Guten Abend. Da ist er nämlich. Der Herr, der die Mods vorgeschlagen hat und mir geschickt hat. Guten Abend. Da ist er, da kommt der Grund im Stream rein, warum wir Factorio spielen. Ach, du bist daran schuld. So. Da war ein zu viel. Ach, boah, gib her, Mann. Aber finde ich cool, dass man jetzt im Prinzip eine zweistufige Erzverarbeitung hat. Da finde ich gar nicht mal so schlecht.